Hallo und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Harvest Swarm. Und ich bin gerade enttäuscht. Doc Momo, ein Silber-Terraner. Gegen mich ein Gold. Zerg, okay. Zerg, kann ich mitleben? Overlord hier. Dann einmal hier rüber. Nein, ich bin gerade enttäuscht. Ich habe gegen einen Platin-Spieler gespielt. Das letzte Spiel war gegen Platin. Das habe ich natürlich verloren. Und ehrlich gesagt, ich möchte euch das nicht zeigen, weil das total dämlich verloren war. Ich habe als Terraner spielen müssen, weil random. Und ich habe es verloren wegen einem blöden Fehler. Deshalb, nein. Das wollte ich euch nicht zeigen. Außerdem hatte ich zwischendurch kurz Probleme mit der Videoaufnahme von Fraps. Deshalb lieber nicht. Auf jeden Fall, ich habe das verloren. Das ist das Wichtigste. Und und jetzt darf ich direkt gegen den Silberligisten ran. Das ist ein bisschen enttäuschend von dem MMR. Aber gut, vielleicht ist er auch einfach so gut. Das kann man vorher ja nicht wissen. Terraner auf jeden Fall, das heißt, ich spiele 15 Hedge, 14 Pool, 14 Gas. Und dann Banelinge und Speedlinge und Go. So jedenfalls ist der Plan. 15 Hedge, jetzt also. Baue mich Hedge. Da kommt das Scout SCV. Leider zu spät, um meine Hedge zu verhindern oder zu delayen. Aha. Hallo, Doc Momo. Zu spät, Freundchen. So, Pool bauen. BBF steht da immer noch. Okay. Kann ich mitleben, jetzt kommt's hoch. Na. Erst abliefern, dann aufbauen. So. Ja, ansonsten einfach nur hochdrohen. Sobald so fertig ist das Gas, natürlich die Drohnen rein. Oder auch schon mal jetzt. Moment. Ich hoffe, du bist hier rausgegangen, Freundchen. ich brauche einen Overlord. Den stecke ich mal hier oben hin. Greenbone. Und Speedlinge sollte ich erforschen, aber kann ich noch nicht. Schade. So. So. Na. Danke. Speedlinge kann ich jetzt. Das ist schön. Also, jetzt. Wird unten immer noch gejagt. Bringt sich nebenbei um. Auch kein Problem mit, sind fast 5 Minuten. Boom. Das bedeutet für mich, ich sollte da unten einen Crawler bauen. Einfach weil es sicherer ist. Overlord hier, Overlord dahin. Ja, Suicide Obi. Baue ich halt noch einen neuen. So. Schicke ich mal hier hin. Banning Nest sollte ich bauen. Ist jedenfalls eine Idee. Das werde ich jetzt auch. Mehr. Na, kein Roach Warren. Banning Nest will ich. Danke. Jetzt Weihnachten da. Je nach da. Der Suicide Ovi hat natürlich nicht überlebt. Wie auch, der von Suicide Ovi. Speedlinge sind erforscht. Das nächste auf leer. Obwohl. Ich versuch's mal ohne leer. Vielleicht funktioniert's sogar. Wäre natürlich super.
wenn es ohne leer gehen würde. Er sieht natürlich mein Bailing Nest. Was auch sonst. Gas sammle ich so ein bisschen. Einfach aus dem Grund, damit ich es gleich in Bailing investieren kann. Bailing sind wichtig. Ohne Bailing habe ich ein Problem. So, Creep Spread sollte man natürlich nicht vernachlässigen. So, 13 Linge macht bei mir. Oh Gott. 26 Linge? Ja. Müsste korrekt sein. Ist korrekt. Ja, ist korrekt. 26 Linge. 26 Speedlinge. Von denen ich 2, 4, 6 zu Bending ummorfe. Brauche ich hier einen Overlord. Hier einen Overlord. Ihr drei liefert die Mineralien ab. Ihr vier ist hierhin. So, dann wollen wir mal. Und während der Angriff läuft, also während ich mich da vorbereite zum Angriff, sollte ich natürlich vorarbeiten, also nachpumpen. So, Gebäudeangriff einschalten. Ein Scoutling. Okay. Das müsste ich mit Link Only schaffen. Dadurch habe ich jetzt sehr viel verloren. Okay, damit kann ich leben. Ich muss einfach nachpumpen. Und ich bin Zerg. Das geht fix. Weil, wie gesagt, Zerg kann. Wenn man Zerg spielen kann, sollte man einfach alles remaxen können. Und damit hat sich die Sache dann ummorfen. Auf die 6. Mehr Larven. Weil auch Larven sehr wichtig sind. Upgrades natürlich erforschen. 2, 3, 4, 5. Hier rüber. Roaches sind auch da. Das heißt. Banshees. Okay. Our forces are under attack. Was tue ich? Just tell me. What the hell? War auf jeden Fall blöd von ihm. Anders kann man das nicht sagen. Das war eine saublöde Idee von ihm. Ja, ja. Okay, das schafft er nicht mehr. Nicht das zu töten, das hier oben steht. Die Queen nach hier. Ja, jetzt ist er sehr doof. Da kommt ein Medivex. Explosodiert. Explodiert. Nein, das war gerade Absicht. Ernsthaft. Die dritte Base, ja. Recht wichtig, aber jetzt nicht so wichtig, dass ich sagen würde, ohne die sterbe ich. Oh, hi. Reinforcements gegrillt. Jetzt
komplett. Seine Army im Übrigen auch. Also ein recht missglückter Push. Sollte man da mal sagen. Oder kann man dazu nur sagen. Ich meine, ich habe eine Base verloren und ist nicht ganz so schlimm, vor allem weil er keine dritte hat. Jetzt kommt ein Mars Roach Push. Roach Hydra, okay. Gewonnen, ich spiele Roach Hydra. Also. Komm, gib mal eine Larve raus, bitte. Danke. So, Speed Roaches sind da. Viele sind 30 Stück Zeit für den Gegenpush. Und ich habe gerade so einen Ohrwurm, der kotzt mich schon an. Dieser Ohrwurm, das ist echt grauenhaft. So einen schlimmen Ohrwurm hatte ich noch nie. Wer das Lied kennt, das kann, es ist, ich glaube, Walks Like Rihanna heißt es. Die neue vor. Also neu. Zu diesem Zeitpunkt, also zum jetzigen Zeitpunkt neu. Von The Wanted. Sprich, die Jungs von Chasing the Sun. Ja, mein Freund, jetzt hast du ein Problem. Ich habe nämlich sehr viele Roaches in deiner Base. Und die töten jetzt. Die stelle ich einfach mal hier hin. Okay, er greift mit der Eco an. Jetzt sollte ich seinen Tank vernichten. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, er will nicht. Dann will ich auch nicht. Solche Leute wieder. Ja, sein Ding steht oben. Das heißt, ich ziehe mich ein Stück zurück. Weil ich nehme bei dir extra. Hab zwei Upgrades fertig. Okay, er hat die Echse vernichtet. Mein Marine steht hier noch. You're alive. Ja, er hat 1er Angriff. Ich denke, das riskiere ich. Ich stelle den Marine mal auf den High Ground. Guck mal nach dem Tank. Okay. Nicht schlecht. Oh, da steht auch ein Tank. Cool. Vernichte ich zuerst seine Echse. Dann den Tank. Die Widowmine. Da war eine Widowmine. Cool. Nein, Rückzug, Leute. Was macht ihr für Scheiß? Blöde Roach. Ja, jetzt ist. Das ist blöd von dir, mein Lieber. Ich meine, du lockst zwar alle meine. Ein paar meiner Roaches ins Tankfeuer, aber. Hey, das sind Roaches. Die können das. Ja, läuft. Ja. Das war blöd von ihm. Ich habe den Tank erwischt. Er war nicht aufgesieged. Okay, hier oben zu kämpfen ist trotzdem eine dumme Idee. Das kann man nicht anders sagen. Zieh ich mich mal ein Stückchen zurück. Mineralfeld depleted, ja. So, Units hierhin, Units dahin. Speed von denen. Und ja, ich wurde gerade angeschrieben. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, weshalb ich mich bei Skype nicht oft beschäftigt. Hab ich mich doch eigentlich. Da flug. Egal. Skype kümmere ich mich gleich drum. Auf jeden Fall kann ich 3 Upgrades machen und ich guck gerade mal ganz kurz. Goal.
Ja, gut, dass er gegen Muten schlecht ist, das ist mir fast klar gewesen. Aber ich habe jetzt keine Lust auf Mutas. Ich mach lieber Wipers. Ich mag Wipen. Viper und mehr Roaches. Was? Mehr Mineralien? Cool. Ich hab's geschafft, all mein Geld auszugeben. Hey. Im Real Life kein Problem. In StarCraft? Wieso? Wie geht das? Okay. Ich sollte aufpassen. Er soll nicht das machen dürfen, was er will. Ja, 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 ja. Ich bin ja schon weg. Lass mich. Quasi. Dafür kommt jetzt der Zergschwall. Jetzt ist der Schwarm. I am the Swarm. Hi. Voll die Flanke erwischt. Nicht gut. Für ihn. So, ein bisschen was gekillt. Kein Ding. Kümmere ich mich erstmal hier um die Idols. Hier rüber transferieren und arbeiten gehen. Hey, du hast Besuch. Viel. Keine Chance. Nicht 1-1er. Ah. Er pullt die Eco. Auch eine blöde Idee. Ehrlich? Plöp, 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 plöp. Plöp. Das war teuer. Und da ist das GG. Boah. Joa. Ah. Oh, ich sehe gleich, ich bin Level 80. Okay, mir fehlen noch 10 Level im Terran, dann bin ich Level 90 und hab alles. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.